Mahlzeit, Freunde, und willkommen bei Max Pizza Shop und einer neuen Flohmarkt-Tour. Ihr habt richtig gehört. Heute wird das alte Format wieder weitergemacht. Ich habe ja schon letzte oder vorletzte Woche ein Video hochgeladen. So langsam kommen auch die Flohmärkte wieder so hier in die Eröffnung. Und heute fahren wir nach Mettjendorf. Das ist von uns ein Stück hinter Oldenburg. Ich glaube, 60 Kilometer entfernt oder so, Autobahn. Und da fahren wir hin. Das ist ein ehemaliger Flugplatz. Das ist so ein Militärflugplatz gewesen. Und den haben sie umgegurkt zum Flohmarkt. Beziehungsweise nicht umgegurkt, der ist schon nach dem Flughafen. Aber halt, wie soll ich sagen, der ist halt immer Flohmarkt. Und Solarpark ist da drauf. Und viele Bunker. Klingt sehr interessant, oder? Dann nehmen wir euch mal mit. Bis gleich. Öl nachköppen beim 1,6er Vierzylinder meiner Frau. Ne, hier, Seat Ibiza von 2010. Guck mal die Scheiße hier an, seht ihr das? Da ist so ein Mini-Loch, das irgendwie so Spritzen beseitigen soll, keine Ahnung was. Auf jeden Fall brauchst du 200.000 Jahre hier Öl nachzuköppen. Das ist ja unglaublich. Und einen Ölwechsel machst, kannst du eine Stunde nur fürs Öl anfüllen mit reinrechnen. Da kannst du eher den Deckel da abschrauben, den hier von der Kettenabdeckung, das da reinkippen. Och, findest du unpraktisch? Ja, mit dem Kinderwagen ist eine Katastrophe, das stimmt. Man überlegt, wie viel in meinen Rekord reingeht oder allgemein hier in den Ascona oder in den Derby, ne? Dagegen, das ist furchtbar. Anis hat ein furchtbares Auto. Es ist halt kein praktisches Auto. Alter, wie lange soll ich noch stehen? 20 Jahre? Furchtbar. Und dann lass ich den Scheiß da wegwischen, den Rest. Einer letztens das Thema Rost gehabt am Golf 5, ne? Guck mal hier, jetzt überall, der ganze Kotflügel fängt ja auch überall am Blasen zu schlagen, seht ihr das? Komplett. Aber da ist kein Rost hin, das wird aus. Guck mal, jetzt ist immer so verzinkt, abgeplatzt oder so. Was hat ihn denn verzinkt? Hat er denselben Schweller eigentlich? Ne, der hat einen anderen Schwelleraufbau. Der ist besser. Der gammelt ja nicht sofort weg. Golf 5, furchtbar. Golf 6 auch. Echt? Ja, haben wir uns angeguckt letztens hier. Gordon und ich haben ein ganzes Video rüber gemacht. 30 Minuten lang, wo wir nur an den Schweller rumfummeln von irgendwelchen Autos. So. Auf geht's. Auf hier. Das ist mal Frühstück to go. Was soll ich erzählen? Heute haben wir ein besonderes Experiment vor. Wir haben nämlich hier Jolis Flasche mitgenommen. Jolis Gläschen zum Löffeln und so. Das wird sehr interessant, weil der Ausflug ein bisschen länger dauert. Mettjendorf ist ja vorher eine Stunde ungefähr. Und was ballern wir zurück? Also, das ist schon ein bisschen was, ne? Also, Fahrerei. Halt, in der Mittag muss man noch zu Schwiegereltern so einen Kaffee trinken. Also, läuft. Der dicke Max ist heute gut betüdelt. Überladen? Warte, ich räume mal die Dinger hier frei. Gott, ja? Ja. Kommst du rein? Geht das? Kann man die Dinger auch freiräumen? Ein typisches Frauenauto, ne? 120 Tempomat und das Ding braucht trotzdem 7,5 Liter. Also das ist schon, ne? Ich weiß nicht, 1,6er Motor, ist eigentlich normal, ne? Eigentlich braucht die einen Diesel. Du brauchst einen Diesel eigentlich. Echt jetzt? Naja, bald sind wir da. Typisch Max. Links abbiegen auf Lagerstraße. Erstmal so, wir brauchen kein Navi. Ich kenne mich hier aus. Die ist obligatorisch. Ja, jetzt haben wir wieder voll verfranst und gerade irgendwo in Oldenburg. Scheiße. Ja, wir hatten so ein Munitionsdepot, das ist ein alter Flughafen von der Bundeswehr, so gemeinsam. Liegen meistens immer sehr versteckt. Liegen meistens immer wirklich sehr versteckt. Und jetzt stehe ich halt hier und hier. Finde das halt nicht. Wir fahren aber hier lang. Finde das besser hier. Ja. Was denn hier? Wovon? Ja. Darf das? Meine Route wäre bestimmt 80 Meter lang. Nein, eine Route ist scheiße. Meine Route ist besser. Meine Route kennt sich aus. Sind wir irgendwo im Wohngebiet hier. Und ich habe gedacht, es geht hier schon gut los. Da siehst du, läuft doch. Oh, hier, die Teekanne. Nein. Oh, guck mal, das Teeservice. Schatz, guck mal. Das ist, wenn das noch da ist, wenn wir zurückkommen, nehmen wir das mit. Das ist sicherlich richtig, richtig. Das ist das Bavaria Schlottenhof. Das ist ja cool. Hier, die Dingsen, die Blutdruckmessgerät. Auch nicht haben wir. Ja und? Ach komm, du hast ja keinen Geschmack. Weißt du, da ist auf dem Rückweg, nehme ich das mit, dann muss ich das haben. Schatz, das ist ein Teeservice. Was das so kostet? Nichts. Wie nichts? Kostet ein Schweinegeld. Das ist locker 200 Euro wert da drin. Ja, deswegen schießt er nicht. Deswegen schießt er an der Straße, weil es 200 Euro wert ist. Und so ein Blutdruckmessklaus ist auch 10 Euro wert.
Und da hinten haben wir noch einen Stand, der außer der Flohmarkt ist. Der hat Spiele, habe ich gesehen. Da will ich jetzt mal drauf. Da hinten seht ihr ihn, da lauert er auf mich. Also, wird schon laufen. Noch nicht mal auf dem Flohmarkt und schon den ersten Schuss gemacht hier. Das ist gar nicht mal so kacke. Jetzt zeige ich gleich, was ich habe. Guck mal, das ist nämlich die ganze Unimusha-Reihe. Das ist ein Ninja-Gurkenspiel. Hab ich nie gespielt tatsächlich, aber jetzt habe ich die Reihe wenigstens komplett für meine Sammlung. Hier Shinobi. Keine Ahnung. Hier, das ist ganz geil. Das ist eine Sonderedition von Metal Gear Solid 3. Zack, Herr der Ringe. Die gehen immer ganz gut. Die kosten mal ein bisschen Geld tatsächlich. Die sind gesucht. Hitman, alle drei Teile. Nochmal ein Unimusha und Herr der Ringe, die zwei Türme. Alles Mögliche auf einen Haufen gegurkt. Aber habe ich bezahlt dafür? 22 Euro. Da kann man nichts zu sagen. Ne? Das ist schon wieder Spielzeit des Teufels, wenn man danach gehen würde. Spiele ich's? Nee, ich sammle meistens nur. Ihr kennt das Thema. Warte, packt mir mal einen Kofferraum rein. Von dem sowieso schon ohnehin viel zu kleinen Auto. So, da. Weil, ist noch nicht mal Flohmarkt gewesen. Sind noch nicht mal auf den ehemaligen Flugplatz Mettjendorf drauf. Habe ich schon mal zugeschlagen, weil das war auf jeden Fall günstig. Sehr günstig. Ach, weißt du was? Die brauchen wir. Wir brauchen dieses Blutdruckgerät. Ich brauche das alles. Ich sage das alles ein. Alles. Ich wollte jetzt so dreist dann alles mitnehmen, aber ich habe mir jetzt die Teekanne geschnappt und hier den da. Eine Tasse. Weißt du warum? Da können wir im nächsten Livestream Tee trinken. Ostfriesisch Spezial. Schön Thiele. Hast du denn für den Auftrag? Ich bin auf meinen Fingern gelandet bei den Rutschen. Oh, Rutschen auf dem Finger tut weh. So, wollen wir auf dem Flughafen mal raufgehen jetzt? Ja. Da früher mal ein Bundeswehrflughafen hier. Hier ist die F4 Phantom gestartet. Die haben sie auch nicht mehr mittlerweile. Das ist auch schon auf dem Schrott. Oder im Ausland. Hier, da hinten seht ihr schon die ersten Bunker. Da waren damals die Flugzeuge drin gewesen. Hier diese runden Dinger. Shelter, genau, so heißen die Dinger. Stimmt. Ja, und das sind sozusagen die hier, da waren halt die Maschinen drin, damit die auch einen Bombardement standfinden konnten, also aushalten konnten. Halt so hart wie es geht. Guck mal, hier haben Nachnutzung von diesem Gelände ist halt hier riesengroßer Solarpark. Sieht hier so ganz, ganz viele Solarpanels. Und hier waren früher auch schon Rollfelder und sowas. Oha. Die jagt alles. Oh, hier. Ist das hier? Ich glaube, hier rechts runter, ne? Ja, genau. Hier kommen wir hinten in den Flohmarkt rein. Das passt. Und ein riesiger Solarpark. Krass eigentlich. Alter, schon mal vor, so ein Shelter, so ein Bunker, so also als Schrauberhalle und dann hier mit einem Go-Kart rumballern oder so. Könnte ich mir richtig lustig vorstellen. So, sind wir schon mal hier unterwegs. Rein theoretisch hat es jetzt schon gelohnt. Ich habe ja schon Spiele gekauft wie ein Blöder. Von ein Stück Preis rechnet, bin ich eben über 3 Euro oder so. Das geht. Über diese Solardinger links. Aber lohnt sich ja scheinbar, ne? So, mal gucken. Das Gute ist, da hinten kann man noch ein bisschen ein paar Schalter angucken und sowas, weil das ist alles relativ frei. Wir laufen hier genau andersrum drauf. Früher sind wir da hinten, das ist der Parkplatz eigentlich. Da sind wir in so einem Gebiet, wo eigentlich keiner parken darf, sind wir gerade lang gelaufen. Wir sind ganz schon voll hier auf jeden Fall. Menschenmäßig sind wir ganz vorne dabei. Aber standmäßig sind wir auch ganz gut dabei, ne? Alter Spiel, das lohnt sich schon, so ein Ding zu machen, so ein Flohmarkt. Das ist schon ein Brett. Und eine geile Jacke. Eine Amstaff? Eine echte? Eine echte Amstaff? Also laufen wir jetzt hin, Tour die Seite und rück Tour die. Ja, ist clever, ne? Genau, gute Idee. Rechts laufen wir zuerst und dann laufen wir links. Das ist gut, das machen wir so. Guck mal hier, Militarier. Brauchst du eine alte Ölkanne, eine alte Dingsenkanne, hier eine Milchkanne? Für das, was du immer vorhast für Milchkanne? Was haben wir denn hier? Robert, Heiß, keine Ahnung was. Aber ist das sehr interessant für mich. Der erste Giraffenfund. Das ist eigentlich schon der zweite, aber da habe ich sie dann vorbeigelotst. Aber du immer so anfängst, ne? Oh. Da ist viel Getüdel bei. Viel, aber viel Trödel, ne? Der Scheinwerfer, der wird, glaube ich, Gordon ganz gut gefahren. Und die kriegen wir in der Karre nicht rein. Das wird ein Problem werden. Das wird schon. Aber Spiele und so bisher noch gar nicht. Außer der Typ, der vorne war. Aber der war eigentlich ganz cool. Was haben wir hier noch? Alte Kamera. Okay, der Tegmann hat auch 1000 Wachen liegen. Können wir von Tegmann holen. Dreieckschleifer. Nee, doch nicht. Ein Rautenschleifer. Einen Rautenschleifer brauche ich nicht. Dreieck kenne ich.
War gerade ein CD im Musikstand. Ich hatte gedacht, für den hier, für den Rekord mal eine ordentliche CD. Aber kannst vergessen, weil die Rekord-CD, die kostet. Das ist nix. Die beste war hier Backstreet Boys. Die brauche ich nicht unbedingt. Mit Backstreet Boys wollen wir nicht losballern. Das ist nicht so meine Welt. Oha, guck mal, der Fernseher, der Videotext. Der ist schon hart dabei. Das ist ja geil. Cool. Und Color. Ein Videotext-Farbfernseher. Alter, was? Das ist ja Hightech. Oh, hier, Spiele. Jetzt haben wir viel neue Ware. Ja, das sind diese speziellen Händler. Du kennst dieses Thema. Neuware. Was letzte Preis? Musst du eigentlich erfahren, was letzte Preis? Das ist ziemlich lustig. Das Schlimme ist, dieselbe Klientel gibt es auch aus Autohändler. Am meisten haben wir nur Neuwarenstände hier und Profihändler. Auch hier ist interessant, das geht vielleicht nochmal. Die hat noch ein paar PS2-Spieler da hinten. Red Dead Revolver zum Beispiel, ein gutes Spiel. Aber wir hauen jetzt auch ab. Guck mal hier, da. Da hinten vielleicht. Ja, komm. So. Oh, hier ein Grammophon. Zum Aufkräuseln, aber da hatte ich jetzt voll Bock drauf. Aber ich habe keinen Bock, das hier dagegen zu schleppen. Das kostet gar nicht mindestens einen Honey. Da habe ich auch keinen Bock drauf. 20 Stände weiter und immer noch eigentlich nur Trödel, ne? Ja, darum geht's doch beim Flohmarkt. Warum sollst du denn da bei uns reden? Bei mir geht's nicht. Bei dir rumfliegt, die keinen Arsch mehr braucht. Aufrichtig und aufdringlich. Ja, aber es sind aber alles hier gewerbliche Trödler hier. Kannst du mir nicht erzählen, dass das hier alles hier Hobby-Trödler sind? Das ist alles schon ein bisschen mehr Stil. Für Gegenseite, wo wir da jetzt langlaufen, da gibt's viele, viele Spiele, sehe ich. Haben wir hier noch? Auch eine Tüte, aber Märklenbahn, auch cool. Also es ist schon cool, ne? Aber es ist auch, hier, guck mal hier, ein bisschen Sowjetunion, DDR, alles dabei. Fein so ein DDR-NVA-Helm, überleg mal, wir sind hier im tiefsten Westen. Der muss schon ganz schön weit gewandert sein, um hier zu landen. Fahrräder, alles was geht. Ist immer auch nix. Haben wir hier noch vielleicht? Ne, ist auch keine Spiele. Doch, PS4, da muss ich eben hin. Fluren. DWN, das war nix. Weiter geht's im Programm. Oha, hier gibt's Smoothies. Jetzt haben wir Halbzeit. Auf der Hälfte ist immer was zu fressen hier. Na, dann möchte ich gerne was trinken. Also haben wir eigentlich ein Viertel. Möchtest du denn gerne trinken? Gurkensaft? Aber so eine Bratwurst hätte ich auch Bock drauf. Wir waren, glaube ich, morgens um 10 oder so jetzt noch, ne? Oder 11. Halb 12, da kann man eine Bratwurst essen, ne? Aber ich glaube, das ist der einzige Stand zum Trinken. Ja, das ist aber eine Wurstbude und kann der nächste jetzt trinken. Ja, Curry-Kakao, ja? Ja. Dann lass uns was trinken, auf dem Rückweg essen wir was. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen Parkgebühren geprellt, weil die parken hier auf dem Gelände. Ich wette, die nehmen mal 3 Euro fürs Parken oder so. Guck mal, das ist der Taschenbücher. Da hinten, Hanna. Wo? Ganz hinten, in der Ecke. Hier. Da hinten. Da. Da vorne. Da. Da immer noch da. Da dort. Guck mal, hier haben wir schon mal erstmal Flohmarkt Ende plötzlich, ganz plötzlich. Und hier haben wir ein Shelter. Wollen wir uns mal angucken? Das ist ein Shelter. Da war so ein Flugzeug drin. Eins. Mit ein bisschen Werkstatt, ein bisschen Getüdel, dann ging das los. Das ist schon geil, ne? Also ein stillgelegter Flughafen wäre auch noch was für mich, weil den kann man nicht mehr bezahlen. Alter, damals so hier, seit der Wende, weißt du, so DDR-Zeiten, weißt du? In der DDR, wo die alles so verramscht haben. So eine alte NVA-Kaserne oder sowas. Das war voll cool. Und dann nur so einen Gurkenscheiß drauf machen. Was gefällt? So, andere Seite, wir laufen jetzt zurück. Weil, so wie wir gerade gesehen haben, ist der Flohmann euch da vorbei, da ist Parkplatz. Oho! Aber DVDs, ne? Die Blu-rays sind das. Ist auch nichts für mich. Der Stand, der war nichts. Da waren nur diese Standarddinger. Obwohl PS2 war da relativ viel bei euch. Ich bin gar nicht so auf PS2 drauf, eigentlich auf PS1. PS1 und Nintendo-Getüdel halt. Ich glaube, ich habe mittlerweile PS2-mäßig fast schon alles. Wirklich fast alles. Und Werkstattstand. Werkzeugstand. Geil, so eine Laus, ne? Echt geil. Yeah. So, erstmal was in die Figur schütten. Ja. Guck mal, Curry Krakauer. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Sieht ja ganz gut aus. Die normale Bratwurst sieht langweilig aus hier. Ja, wer kennt's noch? 15 Euro. Weiß nicht, ob ich den Schnapper, aber was soll's. Suche ich schon Ewigkeiten, tatsächlich.
habe ich hier gefunden zum einigermaßen annehmbaren Preis. Tatsächlich. Das ist so ein Kindheitsspiel. Kennst du das nicht? Also das ist wirklich so ein Kindheitsspiel. Ob ich es heute nochmal spielen will, weiß ich gar nicht. Aber nur für die Sammlung. Haben beruhigt. Die Reihe ist ein bisschen weniger spektakulär. Aber ich weiß, dass hier noch immer Lederjacken waren. Ich finde dann schon eine neue Werkstatt-Lederjacke. Oder für den nächsten Winter. Bin ich die gute neue Jacke nicht so verranze. Das ist die erste Lederjacke meines Lebens, die ich neu gekauft habe. Muss ja mal heißen. Das habe ich von meinem Vater irgendwie mal geerbt oder sowas in der Art. Oder halt auf dem Flohmarkt gekauft. Aber standmäßig gut was zu tun hier. Ne? Aber schon viel abgegrast tatsächlich. Bei 11 Uhr geht es ja eigentlich erst los. Aber irgendwie scheinbar sind die meisten Sachen noch schneller. Die kriechen wahrscheinlich da unter der Solarplatten durch und pirschen sich ran oder so. Keine Ahnung. So, Flohmarkt 1 ist durch. Aber ich weiß noch einen. Ein bisschen kleiner am Flohmarkt. Mal gucken, was dann noch so abgeht. Oh, komm weiter, wenn du willst. Ich hab nichts gefunden. Nichts, nur Gurken. Oh, das ist überhaupt nicht so klein. Siehst du, das passt noch alles da irgendwie rein. Ah, geil. So, weiter geht's. Ba-da-ba-ba-ba. Meine Frau rot aufs Klo. Nee, scheiße. Ja, was soll ich sagen? Stehen wir gerade hier bei Meckes im Fahrrad und warten jetzt. Wir fahren nach Dangas. Auch so ein Küstenort. Schöner Touri-Ort. Mal gucken, was da so alles ist, weil da gibt es nämlich auf jeden Fall noch einen Flohmarkt, habe ich ergoogelt. Und ihr wisst ja, bei Flohmärkten werde ich gierig. Alter, hier ist überall Flohmarkt, das ist schon mal ganz geil, ne? Gefällt mir sehr gut, aber hier kann ich nicht parken, hier ist kein Parkplatz. Also, wir haben gerade schon einen riesengroßen Parkplatz betüdelt und befahren und da stauen sich alle auch schon alle drauf. Also, absolute Katastrophe. Alter Schwede, hier hätten wir mal einen Flohmarktstand machen sollen. Wirklich. Ich muss einen Bockhornstrand machen. Ja, wie soll ich hinfahren? Die sind über ein Auto vor mir. Wollt ihr überfahren oder was? Ja. Dann wollen wir mal links abbiegen in das Gebiet, wo. Da kannst du nicht abbiegen, da ist Sackgasse. Da wo steht kein Parkplatz für den Flohmarkt? Da kannst du nicht parken. Nein? Nein. Okay. Da ist nur hier vorne. Okay. Da ist ein Deich. Ach so, da ist ein Deich hinter? Das ist Sackgasse hier links? Ja, das ist ein Ferienwohnheim. Ist doch gut, hier noch Parkplätze. Nein, da kannst du nicht parken. Max, hier kriegst du Strafzettel. Weißt du, ob ich hier schon scheiß Strafzettel bekommen habe? Ich noch nicht. Für mich war das erste Mal. Was hat dein Auto? Also nicht so schlimm. Ja. So, jetzt suchen wir uns eine schöne Straße, eine schöne Seitenstraße und genießen mal so ein bisschen Dangast. Dangast so hier. So halt so Background, so was weißt du, so Nebenstraßen und so. Guck, wie schön die sind. Da finden wir sicherlich irgendwo so eine Ecke, wo wir unsere Karre einfach hinstellen und auch scheißen. So, bitte biegen sie links ab. Wenn wir links abbiegen, wenn sie links abbiegen, sehen sie mehr. Perfekt, hier ist schon mal. Ach scheiße, hier ist auch ein Parkplatz. Was ist das denn? Alter, die machen ja aus alles Kohle hier. Lass mal hier rechts abbiegen und gucken, was da so ist. Hier sind die bei, Alter, die kann man, ist das ein kommerzielles Kaff, Mann. Die machen das alles Kohle. Und der HSK-Typ davor ist jetzt schon mal keinen Platz gefunden. Komm, wir machen die große Kohle mit den Touris. Guck mal, so zwei Seen, so eine riesengroße Wohnsiedlung, so mit Ferienhäusern. Da kann man, also die melken das hier richtig, ne? Alter Schwede. Naja, aber wir haben einen Parkplatz gefunden. Der ist gar nicht mal so weit weg, vielleicht 500 Meter vom Flohmarkt und vom Wasser. Papa? Und das Ding da ist ein Wohnmobil. Das ist auch ein krasses Ding, ne? Alter Schwede. Oberkrass. Kommst überall mit durch. Allrad drin, Abfahrt. Ein richtiger typischer Ferienort. Lustig ist da hinten, wenn man so guckt, sieht man die Nordsee. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, da hinten. Und genau gegenüber ist das Wilhelmshaven. Das ist genau die andere Seite von Jadebusen, wo wir jetzt gerade sind. Also genau unser Ding. Was eine geile Ape. Wir können auf den Gehweg. Jo, ein Gehweg. Hier nehmen wir mit. Wow, nie auf Fresse fliegen. So wie ich. Gehweg. Laufen wir nach unten, ich will ans Wasser, würde ich mal sagen, und laufen von da aus hoch, laufen die Flohmarktstände ab. Sieht eigentlich gar nicht mal so scheiße aus. Vier Trödel und vor einige Profis, aber nicht nur. Ne? So wie drüben halt. Nein, nein, das ist nicht. Laufen wir dazu, die Idee herzukommen. Da hatten wir in einem anderen Land ja mehr Geld. Ach, du meinst, wo wir in hier Frankreich waren, wir beide? Am Atlantik. Achtung, langsamer laufen. Es wird matschiger. Aber jetzt beginnt nämlich das Watt. Riecht nach Fisch. Aber ich sehe keinen Fisch.
So, einmal runtergelaufen. Jetzt laufen wir den Flohmarkt lang, wa? Aber geil, das Motivbad. Ich war schon seit locker 5 Jahren nicht mehr hier. Wirklich nicht. Und genau da hinten, wenn du so guckst, das ist Wilhelmshaven. Das riesengroße Ding da hinten, wenn wir das sehen können mit der Kamera, schwer drauf zu zeigen, da sieht ihr das ungefähr. Das ist KSW, da waren wir auch schon mal drin. Da hinten sind diese beiden Torpedohäuser, waren wir schon mal drin. Da hinten, oh, so viele Sachen, die man von hier. Das Riesenrad. Ja, sieht man auch. Ist klar. Ja, komm, lass uns verschwinden die Bussen und ein bisschen flohmarktisieren, bevor die gleich zumachen. Ja, ganz schön windig hier, ne? Ja. Aber geht noch. Es ist ein bisschen nicht kalt, das auszuhalten. So, es geht weiter. Bisher nur dasselbe Zeug. Mal gucken, was denn noch kommt. Üblicher Tupperstand. Tine kriegt große Augen. Da muss eine Maus drauf sein, das will die halt nicht haben. So eine Influencer-Maus von Walt Disney. Zusammen, ja. Hier fährt der Campingplatz. Ist schon schick hier. Danke, aber. Oh, hier, Juli schläft sonst ein. Die typische Zeit, ne? Schlafenszeit. Das Seepferdchen. Das ist echt gurkig, das ist geil. Das ist echt cool. Ah, es wiegt richtig was an Gewicht. Ja, wird langsam besser, ne? Ich habe ein paar Spielestände gehabt, aber da war nichts bei, was ich wohl irgendwie gebrauchen kann. Aber so richtig in die richtige Richtung geht schon wieder. Ein paar Dinge habe ich gefunden, aber jetzt sag mal, die richtig guten Stände, die sind hier aber nicht jetzt. Ne? Mal gucken, was da kommen wir hier runterlaufen. Aber es sieht schon wieder ein bisschen leerer aus. Der Süßigkeitenstand, da müssen wir mit geschlossenen Augen ran vorbeilaufen. Ganz wichtig, weil sonst sind wir früher vorbei. Und dann habe ich wieder 5 Kilo mehr auf den Rippen. Danke. Genau. Für die Mickey Maus-Tasche. Bitte schön, hier Hannas Beute. Eine 6 Euro Mickey Maus hinten drauf. Ich fühle mich heute so ein bisschen blutend. Was haben wir denn hier noch? Ah, ne, es geht noch weiter. Ich bin beruhigt. Alles gut. Ah, nicht so davon, dass ich immer jage. Aber ist klar, war eigentlich mir von vornherein schon klar, dass es halt hier nicht so ein normaler Flummer halt so ist, weißt du, das ist halt so ein... Die kommen ja auch wieder, ne? Die sind mal so kommen, ja. Hab ich auch noch was. Baby ist hier, guck mal, das Boxer-Baby, alles dabei. Sieht aus wie Mike Tyson, nur als Baby. So ein Märchendorf, aber die Stände lassen langsam nach. Märchenhaft. Das sieht cool aus. So, jetzt haben wir diesen ganzen Tüdelkram hinter uns gebracht mit dem Flohmarkt. Jetzt sind wir hier, Hanna und ich, habe ich unterwegs. Sind eigentlich gerade bei Schwiegereltern zum Kaffee und Kuchen und später grillen. Aber ein bisschen Zeit dazwischen. Hab gedacht, ich gehe mal einen Bunker besuchen. Weil da kommt man nicht rein. Nicht mehr. Ich glaube, die haben sie mittlerweile verändert. Aber hier ist ein alter Atombunker, so ein Telekom-Bunker. Hab gedacht, das ist das perfekte Ding, um unser Video ausklingen zu lassen. Der ultimative Klaus. Zum Glück kann keiner mehr Atombomben benutzen. Sagst du jetzt? Weil die sprengen die halbe Welt. Das ist schon scheiße, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall ist hier noch ein alter, aus dem Kalten Krieg ein Atombunker. Genau hier, wo wir jetzt sind. Der ist eigentlich auch zugeschüttet worden, komplett. Und wenn ihr jetzt hier noch hier guckt, seht ihr schon die Wand davon. Früher wurde da eingebuddelt. Und da haben sie jetzt oben drauf so eine Terrasse für Rentner drauf gebaut. So eine lustige hier Rentner-Gemütlichkeits-Lounge. War ich früher oft drin, in diesem Bunker, wirklich oft. Komplett zugewachsen, das Ding. Da oben ist auch noch, glaube ich, ein Fenster. Das waren so 60er Jahre, war so ein Telekom-Bunker. Der war für da, um so ein bisschen diese ganze hier Telekommunikation aufrechtzuerhalten. Da oben ist der Ladekran, den gibt es sogar noch. Wurde mal alles da damals mal reingehoben. Das ist der Generator ungefähr auf der Ecke. Also nicht sehr interessant, das Ding. Es gibt noch einen Notausgang. Ich gucke mal, ob es den noch gibt, aber ich glaube, den gibt es nicht mehr. Hier ist ein Spielplatz, da kann eine Runde spielen gehen und ich guck mal in den Notausgang rein, ob es den noch gibt. Aber ich glaube, den gibt es auch nicht mehr. Aber wenn es auch dicht gebaut. Würde, kann man bestimmt noch durch den Notausgang rein. Man könnte auf jeden Fall durch die Klappe da rein. Aber. Die ist aber zu hoch. Dann werden wir mal Ärger kriegen. Ich weiß, dass ganz hinten beim Kontrollraum da ein Dingsen sein muss. Ein Notausgang. Und ich weiß nicht, ob die ihn zugeschüttet haben oder nicht. Das gucken wir gleich mal eben an. Nur so aus reinem Interesse. Schade, hat sich alles verändert. Da hinten ist irgendwo der Notausgang, der ursprüngliche, aber der ist komplett dicht. Da kommst du gar nicht ran. Und dann haben sie jetzt hier mit einem Parkplatz gebaut, komplett, mit Einzig und Zack.
und Kameraüberwachung. Und ich glaube, da inoffiziell kommen wir nicht hin. Da müssen wir mal fragen, ob wir da rein dürfen. Aber ich glaube, das lassen sie nicht zu. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, das war das Video. Ich hoffe, die Flummertour hat euch irgendwie gefallen und unser Spezialprojekt hier, was wir vor uns hatten. Aber ja, mehr gibt es heute nicht zu sehen. Wie ich eine Bratwurst esse, da könnt ihr euch einen Kopf vorstellen. In diesem Sinne bis morgen. Wenn alles so klappt nach dem Plan, geht's morgen auf ein Tuning-Treffen. Munter! Dum 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 d